Okay. Er ist bewusstlos, das ist gut. Ah, Mist. Bleibt der auch bewusstlos? Oh, der hat unser Adrenalin geklaut. Ja, ich... Okay, bist du erstmal... Okay, ja, ist erstmal ruhig. Dann warten wir, bis wir einen Adrenalinpunkt haben. Na? Komm, jetzt noch ein... Ja, dankeschön. Und jetzt können wir ihn ein wenig... Ja, kitzeln den Jungen. So, und dann nochmal kurz einen Schlag. Und hinterher, komm. Immer schön beschäftigen den Jungen. Damit er ja nicht zum Zug kommt. Sehr gut. Wo bist denn hin? Ey. Da unten. Und jetzt können wir uns den einholen da. Hallo, mein Freund. Befreien. Ihr seid aus Persephones Händen befreit. Sehr gut. Ja. Medon habe ich rekrutiert. Jetzt können wir wieder mit Adonis sprechen. Adonis, wir kommen. Es hat eine Weile gedauert, bis es funktioniert hat, aber es hat. Ja, hier geht's natürlich nicht. Wir müssen jetzt wieder etwas Land gewinnen. Chumba. So, hier, wie sieht's jetzt aus? Jawohl. Hallo, Adonis. Ja, natürlich. Jans nach unten. Aber nicht, dass wir jetzt nur solche Typen da befreien müssen. Bis der hier seine Armee hat, zusammen hat. Ne, Adi? Du überraschst mich. Als wir uns das erste Mal trafen, war ich sicher, Persephone hätte dich geschickt. Weswegen? Um mich zu verführen, zu verwirren, meine Geliebte zu vergessen. Aber als ich dich bat, Persephones Einfluss zu schwächen, hast du es getan. Ich bat dich, mir Krieger zu bringen. Und hier sind sie. Ja, also ich will ehrlich gesagt nichts mit dem anfangen, aber es ist doch schon eine Weile her, ne? Du denkst, sie würde mich schicken, damit du deine Geliebte vergisst? Du bist mutig. Wunderschön. Und man könnte annehmen, das Blut der Götter selbst fließe durch deine Adern. Ja, ich bin nicht Aphrodite, das stimmt. Aber fang nichts an, was du nicht beenden kannst, mein Freund. Vorsicht, Schmeichelei zieht Ärger nach sich. Verwechsle Schmeichelei nicht mit Ehrlichkeit. Das zieht noch öfter Ärger nach sich. Wir sollten mehr Krieger auftreiben. Meine Späher haben zufällig einen in der Nähe entdeckt. Er war in seinem früheren Leben Spartiat, soweit ich weiß. Er steht nicht unter Persephones Einfluss, bleibt aber für sich. Ein Held wie er würde uns ganz sicher den Sieg bringen. Und wie werde ich ihn erkennen? Soviel ich weiß, kannst du ihn nicht verfehlen. Mhm. Befreie den Geist, der Rest folgt nach. Befreie Menschen minus Zutrauen, deren Geist kontrolliert wird. In Was? Phereas Zuflucht? Und in Deukalions Vermächtnis. Oh je. Das ist aber viel. Zeig mal her, ob da die Karte mir was sagt oder nicht. Hier. Erstmal den spartanischen Krieger finden. Okay. Warte mal. Verfolgen, ja. Das machen wir. Und da kommen wir hin, wie am besten? Reiten.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Da kann man nicht da. Das wäre schön, wenn man da schnell hinreisen könnte. Okay, dann auf. Wir holen uns erstmal den Krieger. Warte mal, das sind dann... Ja, aber das hier müssen wir ja extra noch machen. Als Cassandra erfahren hat, dass ihr Stab den menschlichen Geist von Persephones Einfluss befreien konnte, bereiste sie das Elysion, um die Menschen zu erlösen. Nachdem sie befreit worden waren, würden sie sich Adonis' Rebellion gegen ihre Königin anschließen. Mensch, das muss doch einen einfacheren Weg geben. Irgendwie. Naja. Wir klettern mal hier rauf. Ja. Ein Löcheli. Wo sind wir denn hier wieder hingeraten? Vielleicht hilft uns ja der spartanische Kriegsheld. Das wäre natürlich nicht schlecht, Mr. Held. So. Gibt es hier einen Weg? Nicht, ja? Wir schwimmen ein Stück. Kommt unser Tier nach? Nicht, ja? Sag doch mal was anderes. Nicht dauernd nicht, Herr. Mann. Naja, wir müssen halt einfach mal ein bisschen schwimmen. Was soll's. Na? Mr. Spartanischer Krieger. Mal sehen, ob der uns hilft. Ich glaube aber nicht dran. Wir sind jetzt ein paar Mal schnell gereist. Da könnte bei der Hand Gottes, könnte da wieder ein paar Krieger da sein. Na komm schon. Dann geht's da hoch. Wir müssen den natürlich erst auch K.O. schlagen, garantiert. Sonst wird er von unserer Stärke nicht überzeugt sein. Und folgt uns dann natürlich auch nicht. Also erstmal hier hoch. Wo bist du denn, Mr. Krieger? Ach, da. Leonidas. Du hast die Augen meiner Tochter. Also hat etwas diesen Tag überlebt. Wie kommt er in deinen Besitz? Myrine, sie ist meine Mate. Ich bin hier, weil ich deine Hilfe brauche. Du musst für mich kämpfen. Ich habe Frieden gefunden. Warum sollte ich kämpfen? Ja, weil wir verwandt sind, ne? Mein ganzes Leben lang hat man mir von meinem Großvater erzählt. Dem König, der den Göttern ins Gesicht gespuckt hat und alle mit seinem Speer durchbohrte, die Freiheit seines Volkes bedrohten. Und jetzt kämpfe ich um die Freiheit. Und ich bitte meinen Großvater um Hilfe. Wir müssen das Gelände zu unserem Vorteil nutzen. Also kämpfst du mit uns? Wenn du gegen mich gekämpft hast. Du sagst, du seist Myrines Tochter. Ich will sehen, was sie dich gelehrt hat. Natürlich müssen wir gegen ihn kämpfen, ganz klar. Dann machen wir das. Irgendwie wird dem nichts abgezogen, wa? Oh Gott.
Hey. Hey. Du kämpfst gut. Ja, danke auch. Das wird wohl eine Weile dauern. Der ist gut im Schuss. Der ist wirklich gut im Schuss. So, komm, Adrenalin. Ja, jetzt. Aber wir kriegen ihn. Ja, wir kriegen ihn schon. Vielleicht noch einen Schlag drauf. Krieger werden nur für dich kämpfen, wenn auch du bereit bist, für sie zu sterben. So sieht's aus. Au! Der kickst mich! Komm. Und gleich nochmal. Gleich nochmal, los. Oh, gut, der Junge. Au. Da muss ich... Komm wieder. Nein. Bei seinem letzten Atemzug ist dein Feind am gefährlichsten. Ja, das stimmt. Deswegen machen wir ihn mal. Wir müssen wieder mal etwas Leben investieren. Ah. Okay, der ist schnell. Er ist flott, der Junge. Immer noch nicht. Ich hätte dich bei den Thermopylen brauchen können. Du hättest viele bei den Thermopylen brauchen können. Ich bin froh, dass du den Speer hast. Ich kämpfe an deiner Seite. Du hast mein Wort als Spartiat. Ich danke dir, Großvater. Asphodelienrüstung. Tote Könige und hübsche Dinge. 177.000. Persephones Vögelchen. Ja, mit Adonis sprechen natürlich. Wir könnten vielleicht mal... Wo sind wir denn hier gerade? Gibt's hier... Mann, ich brauch mal... Irgendeinen... Oh, da unten gibt's ein paar Krieger. Wir könnten ja gleich mal ein paar Krieger rekrutieren. Bloß nicht sehen lassen. Ja. Wir müssen die irgendwie weglocken. Lass uns erstmal schauen, wo sie sind. Was, hier sind keine mehr. Mensch. Was ist denn da los? Ausgerechnet, hier sind keine Krieger. Das ist aber schade. Aber richtig schade. Tja, dann sind hier keine Krieger. Diese komischen Wächter, die nützen mir, glaube ich, nichts. Ja, Adonis kommt, tschüss. Wir, da könnten drei sein. Ah ja, können wir wieder nicht schnell reisen. Was ist denn das für ein Saftladen hier? Drei Gipfelkreuzungen, was haben wir hier? Da könnten doch vielleicht noch ein paar sein. Wo? Da. Nee, ich brauche wieder das andere Schwert. Ja. Komm, wir gucken mal, ob wir da drüben vielleicht drei rekrutieren können. Mal sehen.
Also ich glaube, die Jungfern, die Marmorjungfern, da ist es vielleicht am einfachsten. Weil das sind mal eher... Vielleicht am einfachsten, sage ich. Fähigkeiten. Gibt's da Verbesserung? Werde zur Koryphäe. Zur Koryphäe. Ich bin keine Koryphäe. Ich will ihn nicht. Ah, doch, ich lock ihn mal weg. Die Schilde hoch. Der, ja. Na, kommst du? Komm, ich bin doch hier. Wo denn? Hab ich mir das eingebildet? Oh, jetzt kommt der andere auch. Ja, der andere. Aber ich will sie ja nicht kaputt machen. Tja, war wohl doch nichts. Oh, so schnell? Ich knüpfe mich mir vor. Ah, nicht. Okay. Aber der war kurz am Boden, ne? Er war kurz am Boden. Bin ich relativ der Meinung. Okay. Erster ist am Boden, sehr gut. Au. Ich bin doch da. Keine Panik. Scheiße, helf mir! Mist. Nein. Oh, jetzt aber. Ja. Nein. Jetzt aber, oder? Oh nein, jetzt ist der tot. Okay, der andere, den schaffen wir. Das ist aber sehr aufwendig. Das Feuer des Hypnos erlischt. Ich erlöse euch von seiner Herrschaft. Okay. Und jetzt? Ach, da müsste ich das Quest markieren, bis ich das sehe, ne? Wenn wir da jetzt reingehen in die Quests, müsste einer bei, ich weiß nicht wo... Da, Phyreas Zuflucht, haben wir einen geschafft. Heieieieieiei. Na gut, dann auf zu Adonis. Kann man wieder schnell reisen, das gefällt mir gut. Dass der gleich daneben liegt. Adonis, wo bist du denn? Ja, du bist natürlich da drüben, ist klar. Dann machen wir auch da drüben runter. Nein? Okay. Was machst du denn hier? Da ist sie ja. Wie macht sich Leonidas?
Die Moral war selten gefestigter. Späher berichten, dass Persephones Einfluss im Elysion immer schwächer wird. Du stiftest jede Menge Unruhe. Ich werde nicht eher ruhen. Weißt du, so langsam glaube ich, wenn du da bist, ist das Elysion doch kein so schlechter Ort. Ja, das Elysion ist natürlich schöner, wenn du hier bist. Hauen wir ihm ein bisschen die Hücke voll, ne? Hucke voll. Langsam verstehe ich, warum Persephone dich nicht gehen lässt. Moment mal. Auf wessen Seite stehst du? Ich will dich an meiner Seite. Ich bin auf Aphrodites Seite. Wo ich hingehe, wartet keine Liebe wie die deine auf mich. Dann gehst du vielleicht an den falschen Ort. Ah, wohin sollte ich denn gehen? Das weiß ich nicht. Aphrodite teilt nicht gern. Konzentrieren wir uns lieber. Wir haben schließlich ein Problem, das es zu lösen gilt. Natürlich. Persephones Wachen haben unsere Versorgung unterbrochen und Geheimverstecke ausgehoben. Das sind Geheimnisse, von denen sie unmöglich wissen konnte. All das lässt nur einen Schluss zu. Wir haben einen Spion in unseren Reihen. Wer? Vielleicht die Botin. Sie überbrachte wichtige Informationen in eines der Lager. Als sie nicht zurückkehrte, sandten wir Späher aus. Das gesamte Lager wurde ausgelöscht. Sie blieb verschwunden. Oder aber es ist der Schmied. Soldaten plaudern gern, während ihre Messer geschärft werden. Vielleicht hat er so von unseren Plänen erfahren. Ein guter Anfang. Sie wohnen beide im Dorf. Kehre zurück zu mir, sobald du fertig bist. Wie viel weiß die Botin und wie viel weiß der Schmied? Gehen wir erstmal zum Schmied. Die Häuser müssen wir... Ach, wir müssen die Häuser untersuchen. Aha. Wir müssen wieder einbrechen. So, das Haus ist hier. Das muss das Haus der Botin sein. Na, dann gucken wir mal, was die Botin so weiß. Persephone weiß, dass wir Leonidas angeheuert haben. Brief bezüglich Leonidas. Meine Königin, unser Verdacht wurde bestätigt. Der gefallene König von Sparta hat sich den Abtrünnigen in ihrer Sache angeschlossen. Wie immer stehen unsere Truppen bereit, um euch zu dienen. Aber vielleicht kennt ihr ja die perfekte Person, um sich dieses Königs der Kopfschmerzen anzunehmen. Stets zu Diensten, Kypris. Okay, Kypris, also heißt sie. Ein Bruchstück einer der Fackeln des Hypnos, die ich zerstört habe. Mhm. Und, was haben wir hier noch? Detaillierte Informationen zu einem der Rebellenlager. Briefe unter Spionen. Kypris, wir haben eines der Rebellenlager entdeckt. Es ist in einem zerstörten Tempel zwischen Iapetos, Ruinen und Adonisgärten. Stoße dort zu uns und wir werden diese Malakes umzingeln und überwältigen. Draus. Vielleicht gehören ja beide dazu. Vielleicht heißt der Schmied ja Draus. Na gut. Dann mal Rinda. Mit Sicherheit das Haus eines Schmieds. No? Eine Auflistung der Menschen, die in Kontakt mit Adonis stehen. Persephone und ich stehen auch drauf. Das gibt's doch gar nicht. Beides Spione. Eine Nachricht an Aphrodite. Der Schmied hat ihr alles erzählt. Von Adonis Fluchtplan, der Rebellion. Oh, liebreisende Aphrodite, alles verläuft nach Plan, meine Liebste. Wir haben ein beachtliches Heer bei Iapetos Ruine aufgestellt und ich habe etwas besorgt, das Persephones Kolosse vernichten wird. Bald wird die Königin von ihrem Thron geworfen und ich werde in deinen Armen sein. Bis dahin sei dir gewiss, dass ich dich von ganzem Herzen vermisse. Es wird mehr als alle Götter des Hades brauchen, um uns voneinander zu trennen. Adonis. Okay. Er hat uns belauscht.
Ja, aber es sind dann doch... Ich denke, das sind doch beides jetzt die Spione, oder nicht? Verstehe ich da jetzt was falsch, wenn da steht, die in die Identität des Spions? Mal sehen. Ich bin gespannt. Und wer hat für den Feind spioniert? Die Botin oder der Schmied? Sie haben dir beide nachspioniert. Mit ihren Informationen könnten sie beide die Rebellion zerschlagen. Verdammte Malakes. Laut meinen Spähern versuchen sie, sich aus dem Staub zu machen. Wir haben nur Zeit, um einen von ihnen zu erledigen. Wer ist gefährlicher? Gucken wir uns erstmal die Beweise an. Der Schmied hatte eine Liste deiner Kontakte. Und eine Notiz an Aphrodite, die deine Fluchtpläne beschreibt. Und was ist mit der Botin? Sie hatte genaue Informationen über eines deiner Rebellenlager, eine Notiz an Persephone über Leonidas und ein Fragment eines der gedankenkontrollierenden Geräte, die ich zerstört habe. Tja, schwierig natürlich. Die Botin. Den Schmied können wir vielleicht noch brauchen. Die Botin muss aufgehalten werden. Wie ich hörte, wurde sie zuletzt in einem Rebellenlager gesehen. Okay. Persephones Vögelchen, die Botin. Dann gucken wir uns mal das Rebellenlager an. Aber da kann man natürlich wahrscheinlich niemanden rekrutieren. Dann müssen wir uns erstmal um die Botin kümmern, um Kypris. Mal gucken, da... Ach nee, das ist ja gleich hier. Oh, hier alt... Ah, ich wollte da auf den Vorsprung. Schade. So schade. Ist da ein Boot? Egal. Na gut, komm. Nee, das wollte ich gar nicht. Verzeihung. Ich wollte ja ein bisschen schwimmen. Ja, da atmet sie, als wenn... Mist. Da ist irgendwas. Oh, da kann man doch gleich. Ja, kommt mal ran hier. Was? Na Jungs, hier bin ich. Ein Hinterhalt. Ich komme gerade rechtzeitig. Lebt der noch da hinten? Nee. Keine Pfeile mehr. Na zum Glück können wir mitten im Kampf ins Inventar gehen. Können hier auf Pfeile klicken. Und können das Maximum an Pfeilen herstellen. Das ist gut. Wo ist er? Au. Komm. Hey. Mist. Hey. Was hast du dir so gedacht? Oh, die schießt auch. Oder der. Na, was ist? Na, guckst du, hä? Euch. Persephone hat keine Macht mehr über euch. Was siehst du mal? Hallo, bist du fertig? Ja, danke schön. Penelope haben wir einfach so befreit. Wir gehen mal hier außen rum. Ja, du wolltest ja nicht. Ich hätte dich auch befreien können, aber nee. Du musstest ja wieder sterben. Oh, wir sollen die Botin gleich mal töten. Oh, was war das? Oh, die kämpfen. Hey. Was ist denn da los? Okay. Es wird ein wenig schwierig hier bei so vielen. Aber vielleicht können wir gleich mal einen
Ja, natürlich. Oh Mann. Was ist denn mit euch? Mist. Na, ja, weg. Wie kann ich das löschen? Gar nicht. Ja, ich muss euch natürlich. Den, nein, weg. Den könnte ich erwischen da. Ja, einen habe ich. Gut. Oh, den da auch. Mist. Ja, zwei. Zwei schlafen. Okay, du noch. Na, hier. Na. Mist. Nein, ich muss weg. Ah, jetzt ist er gestorben. Ring. Was machst du denn da? Oh, da oben liegen sie. Zwei. Oh, vier. Immer noch. Immer noch so viele. Mist. Mist. Ah ja, das war nix.